Aber keine Angst, Sie sind nicht etwa im Kochstudio gelandet, sondern ihr seid in einer Salsa-Sendung. Weil Salsa heisst auf Spanisch eben Soße. Salsa ist aber auch Musik aus Lateinamerika. Darum haben wir ganz einen Haufen tanzwütige Salseros und Salseras hier bei uns. Ihr habt sie gesehen. Wir werden aber auch einen Konzertausschnitt vom Cucu Valoy haben. Zu Gast sind zwei Profis aus Kuba. Und wie sich das für eine anständige Salsa-Sendung gehört, ganz einen Haufen heisse Tänze. Und ganzen Haufen heisse Musik mit der Picasso. Will ich sagen mal, jede Soße hat ihre Zutaten. Was ist die erste Zutat für Salsa? Die erste Zutat ist afrikanische Musik. Gesang, Trommeln und Tanzen. Und von dort möchten wir jetzt etwas spielen. Und zwar kommt das aus Nigeria, von den Yoruba. Das ist ein Lied, das ist der Meeresgöttin gewidmet, der Meeresgöttin Yemaya. Das Lied heisst Yemaya Asesu. Sehr schön. Yemaya Asesu. Überhaupt in die Karibik auf Kuba kommen? Die sind mit der Sklaverei in die Karibik gekommen.
Also die spanische Kolonialmacht in diesem Fall hat aus Afrika von afrikanischen Fürsten Sklaven geliefert bekommen und hat die Karibik deportiert. Ja. Ist in diesem Fall die Wurzel von der Salsa rein afrikanisch? Nein, das ist sie nicht. Die andere Wurzel ist Spanien in diesem Fall. Also die spanische Sprache zum Beispiel ist sehr wichtig in dieser Musik. Und aus der spanischen Kultur möchten wir jetzt auch etwas spielen. Und zwar ein Punto mit dem Jaime, dem Oscar und dem Ball. Olé! Patria mía, cuanto más pretendo en ti depositar mis quereres, y cuando menos lo piense está muy cerca de ti. Für meine Ohren klingt jetzt aber das Band eigentlich nur recht wenig nach Salsa. Ja, das ist es noch nicht, oder? Es hat dann eine Transkulturation gegeben. Also, was ist das genau? Das ist eine Vermischung von diesen zwei Sachen in den karibischen Ländern. Mhm. Und einer von den ersten eigenständigen Rhythmen, die es gegeben hat in Kuba, ist der Son. Mhm. Kennen wir denn den Son in Europa? Ja, der Guantanamera ist einer von diesen Sons, den man hier gut kennt. Und was spielt ihr jetzt? Der Song, den wir spielen, heisst Sevami Gerer. Sehr schön. Donde está la ingrata que me tiene sufriendo? Si su amor me mata, yo la sigo queriendo. Donde está la ingrata que me tiene sufriendo? Si su amor me mata, yo la sigo queriendo. Ah, mi querer, mi querer. Va mi guajira, oye, para no volver. Ay, se va mi querer. Donde está la ingrata que me tiene sufriendo. Ay, se va mi querer. Aunque su amor me mata, yo la sigo queriendo. Ay, se va mi querer. Mi querer, se va mi querer. Ay, se va mi querer. Se va mi guajira. Was mir jetzt noch fehlt, das sind eigentlich die Bläser. Ganz am Anfang, im ersten Stück, das ich gespielt habe, hatte es einen ganzen Haufen Bläser. Ja, das sind eben die berühmten Bläsersätze. Also die Instrumente sind in der klassischen Musik bekannt worden in Kuba. Und die Arrangiertechnik von diesen Bläsersätzen kommt aus der Swing-Ära, aus Amerika. Das hat man dann auch miteinander verbunden. Ja. Und wir möchten jetzt so ein Beispiel bringen aus einem Mambo. Und der Mambo heisst Mamboletas von Benny Moré. Wir mixen das alles, raus kommt Salsa. Und zwar spielen uns Picasson jetzt Etiro Bastidores. Tanzen tun zwei Profis aus Kuba, Vides und Oreste Corazon. ¡Gracias!
tienes bastante aire para hablar. Sí. ¿Qué particularidades tiene el baile casino? El baile casino es una danza muy popular en Cuba. En todas las fiestas se baila casino. Y la característica fundamental es que es una danza donde se puede improvisar, ¿sí? Donde hay muchas variaciones, es muy libre. Es la diferencia del son y de todas las danzas tradicionales. En todas las danzas tradicionales hay figuras que son impuestas, ¿no? ¿Sí? Mientras que el casino es libre y a la gente le gusta mucho precisamente porque puede desahogarse, puede improvisar. También en el casino existe, ¿no? ¿Sí? Un tipo de formación, o sea, una rueda donde las parejas pueden evolucionar libremente. Hay un guía. ¿Sí? Que es el que anuncia, ¿no? La figura o variación que se va a hacer. Porque todas las variaciones, todas las figuras tienen un nombre. Y todas las personas que bailan casino saben el nombre de esa figura. Quiere decir que el guía, lo único que tiene que decir es la figura que se va a hacer. Y todo el mundo lo hace. Y la coreografía sale espontáneamente. Muy bien, qué bien. Y otra pregunta para ti, Oreste. ¿La música salsa qué papel tiene para la cultura latinoamericana en general? Bueno, el fenómeno salsa, entre comillas, tiene una, desde el punto de vista cultural, tiene una función social, fundamentalmente, ya que se ha proliferado a través de toda la América Latina con una base, ¿no? O sea, tiene una base, la salsa tiene una base rítmica que es cubana, totalmente. Y entonces, digamos, la comercialización, ¿no? Un poco, ¿no? De la música ha hecho que se le dé este nombre de salsa. Que es muy rico, además tiene mucho que ver con la forma en que se baila. Y la importancia que le veo es precisamente de que a través de esta forma de baile, de expresión, une a todos los países latinoamericanos. Todo el mundo se identifica muy bien con este tipo de música porque es muy sabrosa para bailar, para compartir. Lo que vimos ahora, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Exactamente. Vor nicht allzu langer Zeit war einer der ganz grossen Sänger von Lateinamerika da. Er hat in Zürich im Volkshaus ein Konzert gegeben, und zwar ist es der Gugu Valoi aus der Dominikanischen Republik. Ich wollte von ihm wissen, ob für ihn in der Salsa eine Botschaft, eine Message stecke für die Leute hier in Europa. Message für die Leute hier in Europa? Sí, como no. Ojalá pues la comprendan. Hay algo un poquito difícil, que es el idioma. Pero como siempre, el idioma español, pues hay mucha gente que los entiende. Esperamos que esos sean los mensajeros para llevarle a la gente que no entiende nuestro idioma. Pero siempre tratamos de llevar el mensaje especialmente al amor, porque es un ritmo que sirve pues para interpretar cualquier género de canción y de otras cosas, especialmente temas de contenido social que nosotros utilizamos para llevar el mensaje que nuestros países adolecen en estos momentos. Muchas gracias. Pero un limoncito suizo dulce, cuando están enamoradas, aunque sea más feo que un gorila, dicen que tú eres más bello que de logro la pepilla. Ay, qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres, pero qué ricas son, qué ricas son, qué ricas son cuando quieren. Cuando están queriendo mucho, son hermosas, tan dulzonas. Pero cuando no te quieren, son como cabras gruñonas. Ay, qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres. Pero qué ricas son, qué ricas son, qué ricas son cuando quieren.
no dan nada. Las mujeres son, las mujeres son. Las mujeres son como las cazuelas, unas saben seca y otras son candela. Las mujeres son, las mujeres son como las sangrías, unas salen dulce y otras tres sabrías. Cuando se enamoran, las mujeres son tan maravillosas. Las mujeres son. Pero si no quiere, las mujeres son, son muy peligrosas. Las mujeres son. Mehr Salsa-Konzerte hat in der Schweiz als je zuvor. Bei mir sind jetzt Rita und Hans-Peter Busseck und Susanne und Pedro Martinez. Sie beide geben Tanzschule, Salsa-Tanzkurs, und zwar die einen in Zürich, die anderen in Zürich und in Bern. Sagt mal, in euren Kursen spürt ihr jetzt etwas davon, dass es einen Salsa-Boom gibt? Ja, und zwar sehr. Also es hat sehr zugenommen, auch mit dem Salsa-Film. Wir hatten vorher schon Leute interessant, aber die Gruppe war eher klein. Und jetzt ist es an das breite Publikum gegangen. Weil sie haben einfach mehr Lust auf das Salsa gehabt, auf das Salsa kennenlernen. Und so sind sie zu uns gekommen. Merken ihr das auch? Also eigentlich weniger, weil bei uns sind schon Anfang an zum Teil auch Salsa-Musiker gekommen, Tanzunterricht nehmen und einfach so den Kuchen, den Salsa-Kuchen, den alten eingesessen. Es gibt schon mehr, aber es ist nicht so ein riesen Unterschied für uns eigentlich. Also mich nimmt unter, was macht ihr denn für Erfahrungen mit den Schweizer und mit den Schweizerinnen, die man lernen Salsa tanzen? Man sagt, die sind ein bisschen steif. Ja, das stimmt bei den Mengen, aber nicht bei anderen. Es hat viele, die haben schwere Talente. Die können also nach ein paar Stunden schon Salsa tanzen, wie wenn sie es schon ein Blut hätten. Und andere haben grausam Mühe. Aber ich glaube, das gibt es auch überall. Und man muss einfach ein bisschen schauen, dass man die Hemmungen wegbringt. Man muss eine gute Atmosphäre schaffen. Und ja, dann kommt es. Also Was machst du mit denen, die Hemmungen haben, die Mühe haben? Also wir fangen unsere Salsa-Kurse gar nicht mit Salsa als solches an, sondern als erstes machen wir Conga, die eigentlich nicht in die Salsa gehört. Mhm. Und zwar aus dem Grund, dort ist Bewegung, die weiblichen Weichenbewegungen von Frau sind drin, die eher kräftigen Bewegungen vom Mann. Und dort geht es darum, dass man einfach mal locker wird, ein bisschen den Rhythmus hineinbekommt und lernt loslegen. Weil es geht ja nicht darum, einfach Schritte auswendig zu lernen und das mechanisch herzubringen, sondern einfach das Ganze ein bisschen Sabor hat. Das Feeling. Ja. Pedro, tu como cubano, ¿qué experiencias has hecho con los suizos y las suizas que están aprendiendo a bailar la salsa? Bueno, una experiencia muy grande porque, primeramente, hay que, los suizos deben preguntarse por qué quieren aprender este baile. Porque vienen al curso sin tener una noción y esperan aprenderlo tan rápido como llegaron. La segunda parte, que tienen que llegar conscientes de que no van a bailar con números. Si tienen número en el trabajo, van a hacer el número en un baile, mejor no vengan. Und noch besser als über das Tanzen reden, ist natürlich selber tanzen. Darum schauen wir jetzt gerade mal, was man in so einem Tanzkurs lernen kann. Ihr tanzt zusammen mit den anderen besten Perlen, die wir gefunden haben, zu einem Stück von der Picasso, das Zaffa Diablo heisst. Bitte bahnfrei für Solotänzer und Solotänzerinnen. Thank you.
von Schweizern und von Schweizerinnen, die auf ganz besondere Art zum Salsa gekommen sind. Erzähl dir mal, wie sind ihr zum Salsa gekommen? Ja, mehr oder weniger durch den Film. Wir sind dort reingegangen und haben gedacht, also der Film selber hat mich nicht so überzeugt, oder? Aber dann denke ich, ja, es kann nicht nur das sein, oder? Und dann haben wir mal für einen Kurs angemeldet. Siento mi alma que grita, que vuelva y quiero luchar, quiero volver. I close my eyes, I am in paradise, say you'll be there. My Puerto Rico, hold me tonight under the stars. Puerto Rico, where I belong, there in your arms. Puerto Rico, la la la, la la la. Leute aus Lateinamerika kennen ja Salsa von Kindsbeinen auf. Das ist Teil ihrer Kultur.